Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables Jack und das Königreich der Lüfte. Und ich habe das Wimmelbild hier gefunden und deswegen legen wir direkt damit mal los. Ich kann jetzt schon nicht sprechen. Direkt am Anfang des Parts ist immer total gut. Und gar nicht peinlich. Was ist das denn hier für einer? Flachrelief-Dämon, den wir uns jetzt zusammenbauen. Oh ja, schön. Oh, so einen kleinen Dämon zusammenbasteln. Alle Teile, die so ein bisschen lila aussehen, gehören dazu. Das nicht. So, was fehlt jetzt noch? Hier irgendwie so ein langer Stab. Wo ist denn dieser lange Stock-Dings-Bums? Ich meine, das gehört zum Schwert, aber meistens versteckt sich dahinter so ein Teil. Yeah, mit fetziger Musik. Ins Wochenende starten. So, nun gib mir doch das Animal. Ja, aber es war so klar. Es kann ja nur an einer langen Seite sein. Doch. Din, 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 din. Flache lief Dämon. Wo gehört er jetzt rein? Die gehören alle hier rein. Guck mal, und da habe ich noch ganz viele Teile. Oder auch nicht. Wir können ja mal dem anderen Vieh... Wo war denn das nochmal? War das hier? Quatsch. Der kleine Ritter, der war doch hier. So. Ha! Krude, aber effektiv. Mhm. Krone der Königin-Siegel. Aha. Aha, aha. Hm. Kann man hier noch was machen? Ist hier auch noch irgendwas? Nee. So. Die Krone gehört da nicht ran. Nee, nee, nee. Das auch nicht. Spiel, warte mal. Warte mal. Was liegt denn hier? Ach so, das kann man nicht einsammeln. Ich dachte, da so am Rand liegt was. Ah, ja, und die Zeichen haben wir auch noch. Warte, hier gehören die Glocken hin. Nicht doofe Nuss. Die hätte ich schon längst machen können. So, welchen Zusammenhang stehen Anordnung und Symbole? Müssen die jetzt an beiden Seiten... Ach so, ich kann das gar nicht. Ich muss die dann jetzt nach diesem Ding hier machen, aber das ist doch... Mini, mini, mini. Ich soll, glaube ich, danach erstmal gehen, genau. So... Ja, klingt total schön. Viereckiger Spiegel und ein anderes Schnüdeldödel. So, die gehören hier rein. Und dann gehe ich jetzt mal weg. Und nicht dahin, sondern... Weiß ich auch nicht. Hierhin vielleicht? Nee, hier war das auch nicht. Wo will ich denn hin? Wo will ich denn hin? Und, warte mal. Ich glaube, ich muss mal ganz weg hier. Wo war denn das mit der Spieluhr? Oh Gott. Ich glaube, nee, hier bin ich echt zu weit, glaube ich. Wo war noch hier? War das hier? Nee. Wo ist die denn nochmal? Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Ist immer dasselbe. Spieluhr. Mach mich nicht verrückt hier. Also hier war das nicht. Das. Nee, 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 nee. War das hier? Hier war das. So, die doofe Kurbel. Und nun? Was fehlt denn jetzt noch? Ah. Okay. Lösen, fertig. Hä? Soll ich denn jetzt hier stanzen? Ich mach einfach mal, ne? Rein. Muss ich jetzt überall, oder? Das ist irgendwie total doof. Da sind überall Löcher. Fertig. Das ist voll falsch halt, ne? Ah, okay. Ich glaube, ich sollte mal auf den Zettel hier gucken.
Wie soll ich mir das denn merken? Kann ich nochmal von vorne anfangen? Ah, darf ich. Okay. Ja, das ist schon mal richtig. Das ist schön. Oh Gott, ich glaube, ich muss mir mal eine Notiz machen. Damit ich mir die Löcher merken kann. Finde ich ja irgendwie nicht so toll. So. Zweite Sparte. Da sind die zwei Punkte. Okay, das kann ich mir noch merken. Der dritte, einen von unten. Die dritte Sparte. Einen von unten mache ich jetzt echt mal ganz stumpf. Und welche ist das? Welche? 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist dann ein vierter. Da ist es auch egal. Der ist halt genau in der Mitte. Und dann die letzte Sparte. Und da ist es dann auch der letzte Punkt. Eigentlich kann man sich das ja auch vielleicht sogar merken, aber trotzdem. Trotzdem muss das nicht sein. So. War das jetzt nicht schon falsch? Warte mal. Nee, das war richtig. Lass mich das mal machen hier. So. So. Dritte Sparte. Einer von unten. Echt? Der letzte hier unten? So. Dann kommt die fünfte Sparte. 1, 2, 3, 4, 5. Und da ist es der vierte. Und da war das egal, weil der in der Mitte war. Und bei dem letzten... Der letzte unten. Aber der ist doch nicht richtig hier, oder? Nee, der zweite von unten. Shit. Sonst hätte ich es fast richtig gehabt. Was habe ich denn hier aufgeschrieben? Tja, egal. 1, 2, 3, 4, 5. Da war das die Mitte und hier der letzte. Fertig. Yay. Okay. Engelskette. Ja, wenn man es dann 1000 Mal gemacht hat, braucht man es sich auch nicht mehr aufschreiben, weil dann kann man es sich tatsächlich merken. Engelskette. Hm. So, jetzt sind alle drin, ne? Was krieg ich? Ein Rätsel. Dreh die Quadrate so lange, bis eine Schatzkarte entsteht. Na, dann wollen wir mal. Kann ja wieder überall sein. Die Frage ist, wie ist der Anfang? Vom Schiff zum Schatz. Ich meine, wenn hier nichts wäre, wird's gehen, ne? Jawohl. Geil. Okay. Ja, ist gut mit dem Feuerwerk jetzt hier. Betreibt mal nicht. Emma, how could you betray us like this? Look out! Jack! I'm fine. It's just a scratch. It's Prince Julian. He tricked us. Where's the king? Detective, we have to stop him. Kapitel 10. So. Spiegel eingesammelt, irgendein Parabelding. Ist es freigeschaltet? Jawohl. Hören wir uns natürlich an.
Jack und die Bohnenstange. Schade, dass das jetzt nicht zuerst fertig war, aber okay, Jack und die Bohnenstange, geh los. There was once a young lad named Jack, outraged by the poverty he saw plague friends and family while the rich grew richer. Jack picked fat pockets and shared his spoils with all. Jack! Soon, Jack made his way into the world of treasure hunting with a group of like-minded friends, eager to expand his efforts to help the poor. It was during their travels that Jack heard of the legend of a kingdom in the sky. With the help of his fiancée, Emma, he acquired the magic beans that grew into a giant beanstalk. At the top, Jack and his friends found the lost kingdom. But in the midst of a raid, they fell under the attack of three powerful guardians. At the sudden onslaught, Jack fled to the ground and chopped the beanstalk down. By the time he regained his senses, Jack realized that Emma and his friends were now trapped. Racked with guilt, Jack resided in a small cottage by the beanstalk stump for years, desperately searching for a way to rescue them. Little did he know, one day his efforts would set a terrible plot's wheels in motion once again. Tja, Jack hat schon ein hartes Leben, Leute. Alles nicht so einfach. Was haben wir denn jetzt hier oben? Das Kästchen muss zurück auf den Altar. So, hier können wir ja schon mal die... Nicht? Aber die passen da doch rein. Ah, erstmal muss das Kästchen oder was? Geht das nicht mit den Kronen? Detective, you have to go after the king. Don't worry. I'll be right behind you, once I see to my wounds. Aber Emma ist ja jetzt wieder da. Emma kümmert sich um dich. Jack, are you all right? The king has unleashed the Bolide Shard. What do we do now? Ja, kriegen wir schon. Dann kümmere dich mal um deinen Macker. Und dann, was mit ihm? Gut, dass der Prinz bewusstlos ist. Er hat uns schon genug Ärger gemacht. Riesige Pflanzen haben umwuchern das ganze Gebäude, wie auch immer. So, wir gehen weg. Ich weiß gar nicht, wohin. Hier wollen wir nicht hin. Wir wollen dahin, wo diese Spiegel sind. Wo waren die denn nochmal? Ich finde den Spiegelraum nicht. Der Spiegelraum. Ach ja, war der hier oben? Ja, hier ist der Spiegelraum. So, hier wollte ich hin. Genau, da gehört das Dreieck rein, da gehört der rein und da der. Wohin bringt mich wohl der Aufzug? Wir werden es sehen. Wenn wir das Rätsel gelöst haben mit 5 orangenen Blumen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das mache ich mal außenrum, besser ist. 3 grüne. So, der geht direkt. Der so. Und jetzt noch da. 2, 3, 4. Runde 2. Mist. Voll nicht geklappt. Kann eigentlich nur so gehen. 4 grüne. Zwei Rosen. Ich darf aber die Orangenen nicht vergessen. Aber ich glaube, in dem Fall ist es wieder egal, oder? 1, 2, 3, 4, ja. 1, 2, 3, 4. Und da. Runde 3. 2 Rosen, die aufeinander zugehen. Aber die blauen müssen auch noch miteinander verbunden werden. Da sollen 6 Runden gehen. Wow, okay. Und 6 lilane am Ende hier lang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, nee. 1, 2, 3, 4. Hä? Wie kompliziert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vielleicht hier so lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay.
4, 5, 6. Okay, ich nehme die blauen mal außen rum, dann ist es bei denen ja egal. Aber ich darf die Orangenen ja nicht blockieren. Aber der geht auch da lang. Okay, wunderbar. Gut. 2, 3, 4, 5. Juhu! So, und dann kann ich da hochfahren, aber erstmal gehe ich noch nach nebenan, weil man hier nämlich wimmeln kann. Das hat sich gereimt. Voll gut, ey. So. Ja, dann suche ich so ein Kringeldingel von so einem Dreiecksteil auch. Da. Das da. Das da. Und jetzt noch das Kringelding. Wie immer. Und ich finde es natürlich nicht. Ganz oben, das war gemein, das hat man nämlich kaum erkannt. Aber das habe ich doch jetzt gesucht. Ach, da fehlte mir eh noch eins. Ups, okay. Das hier habe ich eigentlich gesucht. Jetzt suche ich das ja immer noch. Mist. Blöd. Gehört ihm diese Galerie? Weiß ich nicht. Kann man hier vielleicht noch irgendwas aufmachen? Und deswegen finde ich das nicht. Tja, ich hätte keinen Tipp benutzt, wenn ich es jetzt finden würde. Es ist frustrierend. Wassermann-Emblem bauen wir gerade zusammen. Wo ist denn das Schnörkelding? Da. Nee. Aber das sieht von innen so aus hier. Voll doof. Gib mir das. Gib mir einen Tipp. Na toll. Okay, ich sag nix. So. Jetzt habe ich das. Da kann ich das immer noch nicht abdecken irgendwie. Ich fahre mal nach oben. Was ist jetzt hier? Glasglocke. Verführerisch, aber wir haben keine Zeit für eine Pause. Ach, wieso? Ein Parabelteil! Yay! Okay, die hören wir uns gleich mal an, weil das hier so laut ist. 4 der Tierkreiszeichen fehlen. Ja, das ist schon mal 1. Und das war's, ne? No one can stop me now. The world shall be cleansed and made anew. My queen will be proud of me. Aha. Eine dicke, eisige Barriere verhindert jeden weiteren Zutritt. Ich muss sie irgendwie entfernen. Okay. Gut, dann packen wir mal hier die Glasglocke drauf. Und das klappt mit der Blume. Okay. Ich habe damals immer gedacht, ich müsste mit so einer Decke die ganze Engelsstatue irgendwie abdecken. So, nu. Dem Engel fehlt der Schmuck am Hals und Arm. Ah. Engelskette. Und Arm. Und dafür kriege ich eins der Tierkreis... Nee. Doch, Schütze-Emblem. Okay. Packen wir mal direkt rein. Fehlen nur noch 2. Krone. Wem gehört denn die Krone? Sollte der Statue eine Krone gegeben werden? Nee.
Nö. Kann ich hier noch was machen? Weil hier Kronen und so. Ja, sag mir mal, ach, hier soll ich hin. Echt hier? Ach, weil hier ein Wimmelbild ist. Ach so. Irgendwie doof, dass man hier so viel auch noch aufmachen kann, weil das sowieso schon schwierig ist, finde ich. Und ich blicke hier auch gar nicht mehr durch. Ich suche jetzt den türkisen Stein. Dann sind hier über diese komischen Schlängeldinger und eine lila Blüte, die hier ja zu Hunderten sind. Und egal, welche ich nehme, keine ist es. Grüne Schlängeldinger. Grünes Schlängelding. Da ist das andere. Da war die lila Blüte. Fehlt jetzt nur noch das goldene Emblem Dingsbums. Was ist das? Oder hier? Oder da? Hier vielleicht. Da. Und dadurch haben wir uns das Widder-Emblem gebaut. Sehr schön. Hallo, Giraffe. Hallo. Okay. Fahren wir wieder nach oben, wollte ich eigentlich. Hallo. War hier auch noch was? Nö. So, jetzt fehlt nur noch eins. Wir gehen in den ruhigeren Ort und hören uns die Parabel an, die letzte, die wir noch nicht gehört haben. Richtig, ja. Der gierige Herrscher des Königreichs der Lüfte. Once upon a time there was a poor but honorable king who was determined to rebuild his kingdom's fortune. One day his appetite for gold suddenly grew insatiable. The queen, in despair of his greed, took their daughter in hand and left him. The king suffered many lonely years without them, but his obsession with treasure only flourished. One day, a strange witch came to sell him the most valuable treasure in the world, and it was from this witch that the king learned of his beloved queen's death and her most unexpected final wish, that the world be purged and remade into one of beauty and peace. The grieving king vowed to honor her memory with the sacrifice of his greatest treasure. He decided to unleash the shard on the day a meteor shower would rain closest to the earth, a rare occurrence that happened only once every millennium. Voll der Lara Croft-Fall hier. To protect the rest of his treasure, the king used magic to raise his kingdom into the sky. Though magic ensured the king's long life, his plans were thwarted by a petty thief named Jack, who had unwittingly stolen the key that would unleash the treasure. Ja, Jack hat die Pläne durchkreuzt. Though Jack escaped, the rest of his gang was left behind. And there was one woman who reminded the king very much of his beloved queen and their young daughter. Und lass mich raten, die will er jetzt auch noch irgendwie, wollte er haben. Das waren alle Parabeln. Was war jetzt hier noch? Nix. Okay, wir gehen nach oben. No kann ich jetzt can ihm die Krone geben now. Oder what? Nee, also hier kann ich nichts machen. Ja. Wo soll es denn mal hingehen? Ich soll mit dem Aufzug hier hin? Was ist denn jetzt hier? Was soll ich denn machen? Ach, ich kann die Karotte nehmen. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Was mache ich jetzt? Mit der Karotte? Nicht, dass hier irgendwo ein Häschen war oder so. Hier, bitteschön, eine Karotte. No one can stop me now. Nimm eine Karotte. Tja. Okay. Ich meine, die Giraffe hat ja was zu futtern. Was
Was mache ich denn jetzt mit der Karotte? Bin verwirrt. Hier, eine Karotte. Karotte? Detective, you have. Ja, ich folge dem König. Ist ja schon gut. Ich weiß nur leider gerade überhaupt nicht. Warte. Guck mal hier. Dieser Webstuhl kommt mir bekannt vor. Kann ich hier vielleicht noch was machen? Ja. Führe mich mal. Du Spiel. Okay, wo soll ich denn hin? Soll ich hier irgendwo hin? Natürlich soll ich hier hin, weil hier der Aufzug ist. Aber nein, ich soll tatsächlich wieder hier hin. Die hat doch schon was zu fressen. Da, das Häschen. Da war tatsächlich noch ein Häschen. Ich habe das Häschen völlig vergessen, dass hier wirklich ein Häschen war. Okay. Gut. Fischemblem. Damit hätten wir ja alle. Hoffentlich. Tada. So, jetzt geht's los hier. Das Kästchen wurde geöffnet. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Yeah. Sire. I failed my family when they needed me. And I see now. Nothing I do will amend that. But I can still do what's right for you. Do you think my queen would welcome me now? No, 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 no! Why? Why did it have to end this way? The king left Emma the ring so we could stop the Bolide Shard. Take the ring. Emma needs me here. Okay. Dann haben wir jetzt das Kästchen und den Ring des Königs. He was kind to me. There was good in him. Ja, am Ende dann schon, aber vorher ja nicht. I'm so sorry, Emma. No, okay, wir gehen dann mal und machen alles wieder gut, aber vorher gibt's noch ein Wimmelbild. Alles klar. Ja, nimm das doch mal. Noch was zum Aufmachen. Ich lasse mich ungern hier veräppeln. So. Diese grüne Blume. Dann irgendwie das rote Ding da. Der Kringel. Und noch was Grünes. Finde ich nicht. Da. Jetzt haben wir alles Krone des Königssiegels und damit haben wir ja beide Kronen, soweit ich weiß. Och, noch ein Wimmelbild. Leute, jetzt ballern die einen aber zu, so kurz vorm Finale. Wollte das eigentlich gerne in diesem Part noch geschafft haben. Schaffen wir das nicht noch in diesem Part? Ich will das eigentlich schaffen. So, wo ist der Schnörkelkram? Und da das Herz auch noch. Ja, diese goldenen Schnörkelsachen, die fallen mir eigentlich immer so am schwersten. Weil ich finde, die sind immer irgendwie kaum zu finden. Ring der Königin haben wir auch geschafft. Jetzt gehen wir mal hier hoch, packen das Kästchen rein. Dear Emma, if you see this, that means I have failed, and I am grateful for the part you played in that. A part of me realizes I have gone too far, but all the time I have spent, all that hope, I would give anything to have my family back by my side. I turned a deaf ear to your pleas, but I know you are a smart, courageous girl.
and you will think of a way to stop me. I regret that such a large burden was placed on your shoulders. I can only hope that I was stopped in time. Thank you. Okay, jetzt glaube ich auch, dass er noch was Gutes in sich hatte. So, die Ringe kommen da rein oder daran an die Finger und damit hat sich's, oder? Ein letztes Rätsel. Wähle die Knöpfe aus, um die Verbindung zum Leuchten zu bringen. Grün leuchtende Verbindung bringen automatisch die Nachbarverbindung zum Leuchten. Was ist das hier? Die sollen alle leuchten jetzt, oder wie? Mhm. Ja, fehlt nur einer. Voll doof. Ja, scheint eigentlich eines der letzten Rätsel zu sein, aber ich kann jetzt einfach die Zeit auch gerade nicht mehr überschreiten. Finde ich irgendwie gerade komisch, das Rätsel, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil, naja, hört ja dann auch wieder auf. Ja, irgendwie muss ich da nochmal anders rangehen hier an die Sache, glaube ich. Weil sonst bleibe ich mit den anderen immer stecken. Aber warum kriegt er denn hier die Verbindung nicht hin? Ja, super. Ja, irgendwie, da kann ich ja noch eine Weile schnüdeln, glaube ich. Oh, ich krieg's sogar hin. Yay! Und dann macht man das nächste lustige Rätsel. Dieses Minispiel ist auf der anderen Seite gespiegelt. Bewege die Quadrate, um Verbindungen zu schaffen. Aha, das ist ein Schieberätsel. Ja, doch, da, was ich halt blöd finde, ist natürlich, wenn ich jetzt einen Cut machen muss. Aber, wie gesagt, die Zeit. Die Zeit. Na, die beiden sehen ja eigentlich gut aus, aber... Und das sieht auch gut aus. Nur die oben sind jetzt wieder völlig falsch. Und wenn man das nicht gleich richtig macht, dann verdreht man sich total. Kann natürlich an der Seite auch total falsch sein, klar. Muss ja gar nicht richtig sein, was ich hier vorgemacht habe. Ja, das braucht auch nur ein paar Stunden. Wir sehen uns im nächsten Part, würde ich sagen, von Dark Parables, Jack und das Königreich der Lüfte. Danke fürs Zuschauen und bis dann.